Hallo Leute, hier ist wieder eure Trevelina. Ja, und ich will euch mal wieder ein Videospiel zeigen, was in Realität existiert, was in einem Film vorkam, so wie ich das auch schon bei Ralf Reichts mit Fixit Felix Jr. gemacht habe, in Teil 1 meiner neuen Reihe. So, und zwar heißt dieses Spiel Wild Gunman und das kam in Zurück in die Zukunft 2 vor, und zwar wo Marty in der im Café der 80er Jahre war und dieser Arcade-Apparat, das Arcade-Gerät da gestanden hat und er dann das den beiden Kiddies gezeigt hat und die nur meinten, wie, da spielt man mit den Händen, das ist ja für Babys oder irgendwie so ein Spruch haben die gebracht. Jedenfalls ist das genau das Spiel, was in dem, ja, Film vorkam, und wie ihr seht, es existiert auch in der Realität. Soweit ich das wohl so gesehen habe, ist das mal oder war mal für den NES. Tut mir leid, wenn es leckt, aber wie gesagt, ich will es nur zeigen. Also, ich muss mal gucken. Ja. Ja, wenn ich jetzt mal gestartet kriegen würde. Ich nicht gestartet oder wie? Ah, doch, so. Naja, gut. Ja. Und schießen ist jetzt Z oder? Okay, ich habe wohl schon verloren. Aber irgendwie mit der Steuerung, wie gesagt, das ist wieder so ein Online-Spiel. Ich habe zwar mal wieder verloren, aber ja, man muss ja irgendwie steuern. Wartet mal, das wird jetzt, das ist mir auch egal, ob ich jetzt kacke, weil ich habe das noch nie gezockt. Okay, wohl irgendwie setze ich immer falsch, aber ich sehe den halt nicht. Irgendwie, ich sehe noch nicht mal den Cursor. Wenn ich den wenigstens einmal treffen würde, wäre ich schon gut, wa? Ja. Naja, probieren wir es halt nochmal. Ich habe echt keine Ahnung, wie die Steuerung gehen soll. Aber das ist ja so auch nicht so gut beschrieben irgendwie. Naja, ich wollte euch eigentlich auch nur, ist ja eigentlich auch egal, ob ich gewinne oder verliere, darum geht's ja nicht. Ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, welche Videospiele, wie gesagt, in Realität auch existieren. Und welche halt ein Fake sind, beziehungsweise wirklich nur irgendwelche Namen erfunden wurden und dann irgendwelche Kisten hingestellt wurden. Als Attrappe und ja. Ja. Kann ich jetzt nochmal, oder? Ich versuch's noch einmal, aber mache mir ja auch nicht große Hoffnung. Irgendwie die Steuerung ist auch nicht so der Bringer. Ich hab doch geschossen. Wahrscheinlich habe ich ihn nicht genau in die Nase getroffen oder so. Er ist jedenfalls, also richtig begeistert bin ich nicht. Racket Half Ralph war irgendwie besser, selbst von der Steuerung. Ja, was soll's. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls wollte ich euch nochmal zeigen, das gibt's halt in Realität auch, dieses Spiel. Die Steuerung, gut, liegt vielleicht, weil es auf dem Computer ist, ist halt nicht so gut, kann sein, dass es im Original Arcade deutlich besser war.
Aber ja, gut. Das wollte ich euch, wie gesagt, nochmal zeigen. Und ja. Aber ihr seht, es existiert wirklich. Es ist egal, ob ich das nicht einmal getroffen habe. Ich wollte halt nur mal zeigen, welche real sind und welche nicht. So, bis zum nächsten Part dann. Mal sehen, was ich dann ausbuddel. Und ja, bis dann. Danke fürs Zuschauen, eure Trevelina.